So, da sind wir wieder bei Barn Finders. Ich habe übrigens gesehen, das Spiel ist wohl schon vor Jahren bei Steam und anderen Plattformen erschienen, aber das soll uns hier nicht hindern. Ich weiß immer noch nahezu nichts über das Spiel, habe aber gesehen, es hat wohl gute Bewertungen bekommen. Scheint wohl ganz lustig zu sein. So, wir sollen jetzt die rote Scheune suchen oder dahin reisen, nach einem frechen Hirsch suchen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass hier noch einiges an crazy Humor geboten wird. Wir sollen hier uns hier hinstellen. Und was sollen wir jetzt drücken? Gesamtwert der Gegenstände auf der Ladefläche. So, kann ich jetzt hier Auto fahren? Oh, man kann sich auch ducken. Wie funktioniert das jetzt hier? Willkommen bei Bahnfinders. Die Batterie. Muss ich das jetzt noch machen? Ziel ist es, der höchste Bieter in der Auktion zu sein. Muss ich das machen? Ich soll E-Mails lesen oder was? Das tote Huhn liegt da immer noch. Ja. Wie funktioniert das jetzt alles hier? Mikro Shop. Mikro, Aufwertungspistole. Erweitere dein Zauberpass ist eine Glühlampe. Erhält dunkle Bereiche. Gibt's einiges? Katalog von Gegenständen. Oh. Cool, it should work. Comic App. Ich kann es nicht lesen, ich habe noch keine Comics. Sie müssen sie zuerst finden. Pornhub. So. Dieser Laden, blablabla. Rote Scheune. Für die Amerikaner war Dwaynes Rote Scheune ein legendärer Ort voller Spaß und Spannung. Jetzt ist hier nur ein verlassenes Anwesen mitten des Staates Georgina. 1132 Auckland Road, Georgina. Dann reisen wir da mal hin. Okay, so funktioniert das. Auf geht's. On the highway. Selber fahren müssen wir nicht. Onkel Billy ist dein ältester Onkel. Die wollte gerade sagen, Ladezeiten sind nicht so ganz ohne von diesem Titel, aber haben wir Zeit. Nicht wahr? Okay, jetzt geht's eigentlich. Aber am Anfang war es ein bisschen. So. Die Grafik ist halt auch nicht die schönste, aber das ist halt auch mit diesem Titel, glaube ich, nicht in erster Linie. Es passt ja eigentlich sogar zu diesem Titel, dass es halt alles so ein bisschen schäbig aussieht. Das ist jetzt ja auch beim besten, soll ja auch kein Hochglanztitel sein. So, ich bin sowieso kein Grafikfetischist. So, als Barrenfinder suchst du nach angefragten Gegenständen. Halte Ausschau nach anderen wertvollen Gegenständen. Du kannst sie in seinem Laden verkaufen. Bring dann auch alle jeweils $3. Suche nach weiteren Gegenständen, Geheimnissen. Auf Karten wimmelt es nur. Warum ist das Huhn mitgekommen? So, das ist doch unser Huhn, oder? So, hier. Berühmte rote Scheune, dann sehen wir uns mal um und schnappen uns das Zeug. So, der Onkel ist dabei. Für 10 hat der eigentlich noch im Mund. Strohballen sehen ganz nice aus. Kann ich den verkaufen? Kann ich das jetzt einfach alles hier auf unseren Pickup-Truck draufpacken? Können wir das Stroh klauen? Ich glaube, das nimmt zu viel Platz weg. Ein Korn im Feldbett. Das macht immer Spaß. Schrott, das wird aber alles als Schrott gewertet. Verwendbares Objekt. Ah, kann man jetzt mit interagieren? Was ist das hier? Flasche wertvoller Müll. Bringt uns $3, verticken wir direkt. Das ist ein bisschen komisch, dass das immer jeweils $3 pauschal gibt, egal was es gibt. Für welche Pfanddose kriegt man denn $3? Haben die überhaupt Pfand? Na egal, nicht zu viel hinterfragen. Hier ist irgend so eine glänzende Musik. Das klingt so, als wäre ich hier irgendwo. Eine Kirche? Kirchenmusik oder was ist das? Kommt das her? Es kommt aus der Scheune. Platzen wir jetzt hier in den Gottesdienst von Scientology oder was? Hallo? Ein bisschen creepy ist es auch. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Hier ist Staub, Dreck und Müll. Der wird direkt verkauft. Wie funktioniert das denn? Das wird sofort das Geld bekommen. So, hier haben wir ein paar alte Videospiele. Wertvoller Müll. Bringt aber auch nur $3. Ah. Das ist schöner, wenn man das selber alles verkaufen müsste. Als wenn jetzt alles hier pauschal $3 bringt. Egal, ob es ein Kasten Videospiele oder eine leere Getränkedose ist. Es gibt Schrott und es gibt wertvollen Müll. Naja, wir wollen jetzt mal nicht zu viel fragen. Tun es aber doch, weil es sich die Frage halt auch stellt. Das ist das hier. Bobo, irgendwas. So, wir sollen den frechen Hirsch suchen. Es gibt sicher auch noch
andere Gegenstände, die nicht einfach nur. So, das hier zum Beispiel. Gustav lässt sich aufsammeln. Das ist dann ja schon. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel, wenn man jede Pfanddose groß verkaufen müsste. Das kann man montieren. Medium kann nicht verkaufen. Ist. Betrachtermodus. Wie gehe ich denn in den Betrachtermodus? Können das drehen? Fallen lassen? Mehr im Studiomodus. Nein. Einsammeln. Hä? Wo ist es jetzt? Der Onkel das jetzt mitgenommen? Ich wollte es mir eigentlich nochmal angucken. Wer schläft hier auf dieser Pritsche? Da wir das tragen können, ist da ja vielleicht auch manchmal was drunter. So. Ist der Gustav jetzt bei uns im Inventar? Wie finde ich das raus? Na, egal. Wenn wir es fallen lassen, sammelt der Onkel. Onkel sammelt alles auf, was wir fallen lassen. So, hier ist was. Das ist nämlich ein Schlüssel. Lagerschlüssel, okay. Ja. Bisschen spannend ist es ja schon, nicht wahr? So. Diese Decke, verdammt. Oh, Jackie. Brokeback Mountain, Number One. Texas Whiskey. Poster lassen sich aufsammeln. Die haben wir jetzt in unserer Sammlung. Wertvoller Müll. Immer wertvoller Müll. Ein Seil ist auch wertvoller Müll. War zumindest schon mal gut, dass man jetzt mit einigen Gegenständen auch mehr interagieren kann. Ein verwendbares Objekt, das ist ein Gaskanister. Mit Gas meinen die aber Benzin. Ne? Das ist ja schon nicht so 100% übersetzt. Gasoline, give me some gasoline. Hier ist ein Fernseher. Pony 14. $70 wert. Mehr im Studienmodus. Fernsehmodell KCT, bla bla bla, der Marke Pony. Dieses 14 Zoll TV-Gerät verfügt über einen RGB-SCART-Anschluss. Oh, die Erinnerungen kommen wieder hoch. Einen S-Video-Anschluss und einen standardmäßigen Composite-Anschluss. Mikro, Medium. Was heißt denn jetzt Mikro und Medium? Drücken, halten, Einzelteil werfen. Die Übersetzung ist nicht so wirklich hundertprozentig, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Mehr im Studienmodus. Ich weiß nicht, was man da jetzt mitmachen soll. Ich schmeiße es einfach mal hin und der. Jetzt nimmt der Onkel es nicht mit. Ach so, wir können es für den Transport markieren. So. Onkel, einmal mitnehmen, bitte. Dann haben wir hier jede Menge. Was ist das? Fotos? Pornobilder? Pferdebilder. Ich habe mal auf dem Festival jede Menge Alf-Postkarten gekauft. Was ist das hier? Schrott. Schrott können wir aber mitnehmen. Wir können uns den Schrott ja zumindest angucken. Den können wir aber nicht mitnehmen. Den können wir auch noch nicht mehr verkaufen. Hier ist was. Kann man das irgendwie ausschütten? Ah, so, was haben wir hier noch? Hier ist noch jede Menge. Das ist ja eigentlich für eine Scheune. Warum dürfen wir hier einfach reingehen, alles mitnehmen? Wohnt hier niemand? Das sieht doch schon aus, als würde hier irgendwer schlafen. Wir kommen jetzt einfach und nehmen alles mit, was hier nicht nagelfest ist. Ich habe auch vergessen, was jetzt der Auftrag war. Irgendwas mit dem Hirsch, aber und irgendwer hat uns auch geschickt. Gegenstände links. Die Leiste ist fast voll. Kann man jetzt hier eigentlich mitten in so einem Auftrag auch speichern? Was ist das jetzt hier für Musik? Aliens? Hallo? Ich habe Kopfhörer auf, da hört man jede Stecknadel fallen. Bum, bum, bum. Nico. Ja, ich hatte jetzt ein paar Tage nicht gespielt, habe schon wieder ein paar Details vergessen. Was ist das hier? Verwendbares Objekt. Schnaps? Ich trinke das einfach mal. Delirium Theater. Hallo. Bitte keine Analsonde. Jetzt besoffen, so Onkel Billy Maker. Trink eine Flasche selbstgebrannten Delirium-Schnaps. Schnapses. Die Hühner gackern. Hier ist mehr Müll. Schon $88. Nur hier sind die örtlichen Penner.
Wir nehmen einfach alles mit. Ein Muster auf dem Boden. Die meinen wohl ein Teppich. Das können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Das macht schon Spaß. Wenn man so Lust aufs Erforschen hat und so ein bisschen der Wirtschaftsfaktor ist mit drin und halt auch der Hillbilly-Faktor. Also ich stehe drauf. Kann man jetzt hier mitten speichern oder? Ich will nur mal testen, ob das jetzt, wenn ich jetzt wieder reingehe, ob das dann noch. Ah, jetzt steht hier 7%. Das ist schon 7% vom ganzen Spiel. Ob der jetzt im Hauptquartier wieder weitermacht oder ob ich jetzt immer noch in dieser Mission bin. Das sind schon 7%. Okay, das speichert. In dem Sinne sage ich, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.